Unser Hof ist einer von den Gressern in der Gegend. Drei Knechte und ein Mord stingern bei mir in Lohn und Brot. Meine Eltern haben die schon eingestellt, wie ich noch ein Kind gewesen bin. Drum kennen die den Hof in- und auswendig und machen eine Arbeit so gut, dass ich meistens gar nicht sagen muss, was an dem Tag zum Tor ist. Jeder hat seine Aufgaben. Und weil alles so gut läuft, habe ich nie was auf dem Hof verändert, nachdem ich ihn vor beinahe 10 Jahren von meinen Eltern geerbt habe. Aus dem Grund habe ich auch der Altsawiner erlaubt, dass weiterhin in der kleinen Hütte drin bleiben kann, die am hinteren End vom Grundstück steht. Vor langer Zeit war die auch einmal ein Mord da gewesen. Und meine Eltern haben ihr erlaubt gehabt, dass bei uns bleibt, wer es nimmer hat weiterarbeiten können. Sie ist bloß 2 oder 3 Mal in der Woche zu uns gekommen und hat dann ein wenig mitgegessen. Ab und zu sind Leute aus der Gegend zu ihr gegangen, wenn sie einen Rat für ein bevorstehendes Ereignis braucht haben. Ich hab mich zwar gewundert, warum man da dafür zu einem alten Weib hinschaut, aber ich hab auch nix dagegen gehabt, dass sie die Alte hin und wieder einen Kreuzer dazu verdient. Geschaut hat es ja kaum. Und weil die kleine Hütte dahint niemand gestört hat, hab ich auch nicht gewusst, warum ich die Altsawiner nicht hätte weiter dort wohnen lassen sollen. Beinahe 10 Jahre hab ich nachher den Hof allein geführt. Und wie die Leute schon gefrotzelt haben, dass ich halt ein eingefleischter Jungsäu war, da hab ich über eine Tante von mir endlich die Frau gefunden, die mir zu meinem ganzen Glück noch gefeit hat. Einige Ortschaften weiter hat die mit ihrer Tochter gewohnt und hat wohl auch schon länger nach einem Mo gesucht. Nachdem uns meine Tante einander vorgestellt hat, ist auch alles recht schnell gegangen. Noch im gleichen Jahr haben Lina und ich geheiratet. Und gleich nach der Hochzeit ist mit ihrem Mädel zu uns auf den Hof gezogen. Von Anfang an hat sie hart mit obacht. Hat sie nicht gescheit, dass die Mistgabel in die Hände nimmt. Und hat vor allem vom Ausschauen her den Hof ganz schön auf Vordermann gebracht. Ah, das Gesind ist gut mit ihr zurechtgekommen. Dass jetzt eine fleißige Frau da gewesen ist, das ist für den Mord und die Knecht ein ganz neuer Ansporn gewesen. Finanziell ist uns ja eh nie schlecht gegangen. Aber von da an ist auf einmal nochmal deutlich mehrer Geld überblieben. Bloß mit einem ist Lina nicht zurechtgekommen. Und das war die Tatsache, dass die Altsawiner umsonst bei uns auf dem Grund gewohnt hat. Jedes Mal, wenn die Alt zum Essen zu uns gekommen ist, hat Lina abschätzig das Gesicht verzogen. Und genauso, wenn sie wieder einmal gesehen hat, dass jemand zu der Alten in die Hütten reingegangen ist und sie gegen Geld um einen Rat gefragt hat. Irgendwann, wenn wir einmal nach der Arbeit abends zu zweit beieinander geguckt sind, nachher hat Lina was ganz Merkwürdiges zu mir gesagt.
Ihr kommt das seltsam vor, was die Alte da treibt, hat's gemeint. Und hat mich gefragt, ob ich das normal finde, dass die Leute aus dem Umland ausgerechnet da herkommen, bloß damit sie gegen Geld mit der Alten reden können. Ich hab dann mit die Schultern zuckt und gemeint, dass das schon alleweil so laufen hat. Dass das schon so war, wie ich noch ein kleines Kind gewesen bin und der Hof meine Eltern gehört hat. Nachher ist Lina ein Stickel kleiner zu mir hergerückt und hat Epps aus ihrer Schürzen rausgeholt. Schau mal her, hat's gewispert. Das hat mir die Alt neulich geschenkt. Irgendwas greilig schwarz hat's mir nachher die gehalten. Und ich hab gleich gar nicht gewusst, was das ist. Das sind eidrige die Hätschen, hat's gesagt. Gleich bin ich weggeruckt von ihr. Und bei dem Gedanken, dass das eidierte, trockene Frisch und Kröten waren, hat's mich gleich so gehoben, dass mir beinahe das Essen hochgekommen war. Was willst denn da damit? Hab ich's angewidert gefragt. Ich will damit gar nichts, hat die Lina dann gesagt. Aber die alte Sabine war damit unvermittelt zu ihr gekommen und hätte ihr die gegeben, weil eitrige die Hätschen waren gut, wenn man nicht schwanger werden kann. Völlig entgeistert habe ich meine Frau angeschaut. Woher weiß nachher die Alte, dass du schwanger werden möchtest und das nicht klappen tut? Die Lina hat den Kopf geschüttelt und hat mir einen scharfen Blick zugeworfen. Von mir weiß die das nicht, hat's gesagt. Aber mach einmal deine Augen auf, Mo. Die Alte ist eine Hex. Verwundert hab ich's angeschaut. Aber bevor ich was hab sagen können, hat Lina schon weitergesprochen. Dass ich nicht schwanger werd, das kann die Alte bloß wissen, wenn sie das zweite Gesicht hat. Daher kommen auch alleweil die Leute aus dem ganzen Umland zu ihr. Und was die trockenen Kröten angeht, da hab ich mich ein wenig umgekehrt. Das sind Zutaten für Hexentränk. Aber nicht, damit man fruchtbarer wird, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich sag's dir jetzt ganz deutlich. Das alte Weib ist überhaupt schuld dran, dass ich nicht schwanger werden kann. Die ganze Situation hat mich dann überfordert. Gleich wollte ich nichts unternehmen. Und daher hat Lina erst einmal vor Ärger nimmer mit mir gesprochen. Weil das eine Nummer zu groß für mich war, habe ich mich dann meinem Freund, am Lucke, anvertraut. Von dem habe ich gewusst, dass er auch schon einmal Probleme mit einer Hex gehabt hat. Beim Lucke haben die Kühe damals bloß mehr saure Milch gegeben. Und nachher hat er rausgefunden, dass sie eine Hex oben in seinem Stall eingenistet gehabt hat. Schon am nächsten Tag habe ich einen Lucke zu mir eingeladen, damit er sich die Sache mal vor Ort anschauen kann. Und wie die anderen alle draußen beim Arbeiten gewesen sind, da hat er gemeint, es gab einen ganz einfachen Test, wie man sehen kann, ob man eine Hex auf dem Grund hat. Wir hätten doch bestimmt noch ein paar Birkenkränzel vom letzten frohen Leichnam da, hat er gefragt. Da bräuchert er eins.
ohne dass ich mir früh dabei gedacht hab, bin ich zum Herrgottswinkel hin und hab eins von den Gesteckel oben da, die noch vom letzten Kranzeltag da waren. Wie ich es am Luke gegeben hab, ist er damit in den Kich gegangen, hat's Ofendirl aufgemacht und ein Zündhölzl genommen. Dann hat er damit die Birkenzweig angezündet. Sofort hat das trockene Kranzl Feuer gefangen. Aber es hat nicht einfach normal brennt. Nicht rot und gelb waren die Flammen, sondern blau und grün, sodass richtig gespenstisch ausgeschaut hat, wie das Gesteckel in meinem Ofen drin abbrennt ist. Der Lucke hat mich dann ernst angeschaut. Du, mein Freund, hat er gesagt, hast eine Hex auf deinem Hof. Schlecht ist mir geworden, so graust hat's mir. Über Jahrzehnte hat meine Familie das alte Weib da beherbergt, ohne dass wir eine Ahnung gehabt haben, wen wir da eigentlich unterkommen lassen. Noch am selben Tag haben der Lucke und ich im Dorf ein paar Männer zusammentrommelt, haben ihnen erklärt, worum es geht. Und nachher haben wir die Alte in Waldasse getrieben. Sie hat grad noch Zeit gehabt, dass sie das Nötigste mitnimmt. Nachher haben wir es schon fürs Häusl rausgeschubst und sind ihr noch so lang hinterher, bis sie am Waldrand im dichten Unterholz verschwunden war. Geringt hat's grad an. Und eiskalt war's. Aber nach all der Zeit, die uns die Alte ausgenutzt hat, habe ich kein Mitleid mehr mit ihr haben können. Ich hab ihr noch nachgeschrien, dass es der Schneien wird, wenn sie sich nochmal da blicken lässt. Und dann ist fort gewesen. Bloß wenige Wochen später ward Lina schwanger. Wir haben unser Glück kaum fassen können. Obwohl's für meine Frau ganz schön anstrengend war, haben wir uns sakrisch gefreut, weil der Bann offenbar tatsächlich von uns genommen war. Lina hat sich kurze Zeit später völlig in unsere Kammer zurückgezogen. Sie hat's Bett hirten müssen, damit bei der Schwangerschaft alles gut geht. Natürlich hat sie uns auf dem Hof gefeit, aber die Gesundheit war das Wichtigste. Sie hat sie nachher bloß mehr von ihrer Tochter das Essen bringen lassen. Und bei war ihr Mädel die einzige, die noch zu ihr in die Kammer gehen hat dürfen, weil er jede Aufregung für sie ebenfalls nimmer gut gewesen war. Für uns auf dem Hof ist fast alles so weitergegangen wie in der Zeit, bevor Lina da gewesen war. Mit dem einen Unterschied, dass jetzt nimmer so viel Leute zu uns gekommen sind, weil die alte Savina ja nimmer da war. Dann aber, nach 3 oder 4 Wochen, ist auf unserem Hof nimmer mit rechte Ding zugange. Das erste, woran ich mich erinnere, ist, wie der Stallknecht zu mir gekommen ist und meint hat, mit den Viecher passt was nicht. Gleich beim Neigeh in Stall hab ich schon am Geruch gemerkt, dass da im wahrsten Sinn ebs gefeit war. Gestunken hat's dort, als war seit Wochen nicht ausgemisst worden.
Und die Viecher sind allesamt durchgeschwitzt drin gestanden. Egal, was wir dann gemacht haben, wir haben den Gestank nicht ausgebracht. Und die Kühe und die Sei sind davon krank geworden. Auf die Felder war's nicht recht viel besser. Es treu ist nicht mehr gescheit gewachsen, sodass die Ernten in Gefahr war. Und während mir im Stall eine Kuh nach der anderen umkippt ist es treu schwarz geworden und hat auf dem Acker das Graben angefangen. Natürlich hat das bald die Runde im Dorf gemacht, weil es auffällig war, dass mein Treu kaputt gegangen ist, während auf die Felder außen um mich alles normal gewachsen ist. Der Lucke war dann der Erste, der ausgesprochen hat, was das bedeuten kann. Vielleicht ist die alte Sabine zurückgekommen, hat er gesagt. Sie wird sich nicht auf deinen Grund trauern, aber wahrscheinlich hält sie sich in der Nähe irgendwo auf und behext von dort aus deinen Hof, damit sie sich an dir rächen kann. Das hat alles noch schlimmer gemacht, weil mir dann obendrein mein Gesind im Stich gelassen hat. Als Erstes ist dem Mord davor gerannt, nachdem's im Morgengrauer vorm Hähnerstall von einem schwarzen Hund angesprungen worden ist, der auf einen Schlag verschwunden war, wie's die Mutter Gottes um Hilfe angerufen hat. Und die Knechte haben ebenfalls ihre Arbeit niedergelegt, nachdem sie behauptet haben, dass sie im Wind, der ums Stadl liegt, pfiffen hat, ganz deutliche Stimme gehört haben, die er nicht gesagt hat, dass der Hof verflucht worden ist. Gleich haben der Lucke und ich wieder alle Männer aus dem Dorf zusammentrommelt, damit wir der Sache nachgingen. Stück für Stück haben wir uns die Gegend außen um den Hof um mich vorgenommen, haben praktisch jeden Stor im Wald umdraht und haben den Kreis, in dem wir geschaut haben, immer weiter vergrößert. Nach 3 Tagen aber haben wir die Suche nach der Hex abblasen. Und der Lucke hat gemeint, dass dies mit meinen kranken Viecher und meinem kaputten Treu wahrscheinlich doch einen anderen Grund haben wird. Aber dann wäre ich heut mit dem Lucke das letzte Mal nach der alten Sabine gesucht hab. Da haben wir's tatsächlich gefunden. Weit außerhalb war's. Mitten im Wald, unten am Fuß von einem Steilhang ist gelegen, tot. Und bloß mehr an ihrem gescheckerten Rock haben wir überhaupt noch erkennen können, dass sie das war, weil es schon so lang tot war, dass neben dem Gewand bloß mehr die Bandel vor ihr über waren. Den Rest haben sie die Viecher schon geholt gehabt. Und das hat bedeuten müssen, dass die mindestens schon ein knappes Jahr da im Freien gelegen ist. Wir haben's nicht der Obrigkeit gemeldet, weil das bloß unangenehme Fragen aufgeworfen hätte. Stattdessen haben wir es mit Steinen zudeckt, sodass keiner mehr Apps von ihr hat finden können. Der Lucke hat dann gemeint, dass wir vielleicht doch an der falschen Stelle suchen,
wann die Altsabina schon fast ein Jahr tot da liegt. Nachher war es vielleicht doch nicht so, dass mein Hof behext wird. Und ich sollte vielleicht lieber einen Viechdoktor holen. Nicht, dass am Ende ein Seichen umgeht, die mein Stall befallen hat. Und nicht, dass meine Felder auch aus einem anderen Grund verdorben sind. Was die alte Sabina angeht, hat er aber gemeint. Dass die da liegt, das war nur eine Bestätigung dafür, dass sie wirklich eine Hex gewesen war. So weit heraus, wer mir da waren, ist es vielleicht schon das Revier von einer anderen Hex. Und Hexen dulden sie untereinander oft nicht. Wenn zwei zusammenkommen, müssen sie eine klar unterordnen. Sonst unternehmen beide alles Mögliche, damit die jeweils andere verschwinden dort. Sind Leid in der Nähe. Nachher halten sie sich ein wenig zurück. Aber da heraus, im Wald, wo keiner zuschaut, da kann's Mord und Totschlag geben. Da kratzen sie sich die Augen aus und haben kein Problem damit, die andere einen Abhang runterzuwerfen. Vorhin bin ich zurück auf meinen Hof gekommen. Und jetzt ist mir alles nochmal durch den Kopf gegangen. Noch nie habe ich mein Haus so stark erlebt, wie jetzt, wo mein Gesind nicht mehr da ist. Meine Frau und ihre Tochter sind oben in der Kammer. Und seit Tagen habe ich die zwei schon nicht mehr gesehen. Gerade wollte ich einen Brief aufsetzen und nach dem Viechdoktor schicken, damit er kommt und sich meine Kühe anschaut. Wäre ich beim Nachdenken, was ich schreiben soll, in meiner Stube umeinander geschaut hab. Da ist mein Blick in Herrgottswinkel reingefallen. Und da ist mir ein Gedanke gekommen. Ich hab eins von den Kranzl genommen, die wir letztes Jahr an von Leichnam gemacht haben. Hab's in der Küche in den Ofen reingetan und hab's angezündet. Das Kranzl brennt mit einer unheimlichen blauen Flamme. Und das, wo jetzt außer mir bloß noch mein Weih und ihr Tochter da sind. Was hat der Lucke vorhin nochmal gemeint? Hexen dulden sie untereinander nicht. Wenn zwei zusammentreffen und sie keine unterordnen wollen, nachher unternehmen es beide alles, damit die jeweils anderen verschwinden dort.